Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Weltzeiten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum: Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er: Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln zwar sagt er: Er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn: Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe, und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche das Heil erben sollen? Der nächste Schritt der Argumentation des Briefes zeigt, dass Christus den Engeln überlegen ist. Das war notwendig, weil die Juden den Dienst der Engel sehr hoch schätzten. Schließlich war das Gesetz durch Engel gegeben worden. Und Engel waren in der Geschichte des Volkes Gottes häufig erschienen. Vielleicht wurde folgendermaßen argumentiert: Wenn man das Judentum aufgeben und sich Christus zuwenden würde, trennte man sich von diesem wichtigen Wesensmerkmal des nationalen und gottesdienstlichen Erbes. Die Wahrheit besteht jedoch darin, dass der Bekehrte, wenn er Christus besitzt, jemanden gewonnen hat, der auf zweifache Weise den Engeln überlegen ist. Als Sohn Gottes und als Menschensohn. Christus ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Dies kündet zunächst von einer erworbenen Überlegenheit und außerdem von einer ihm eigenen Überlegenheit. Die erworbene Überlegenheit resultiert aus seiner Auferstehung, Himmelfahrt und Erhöhung als Herr und Christus. In der Fleischwerdung ist er ein wenig niedriger geworden als die Engel, weil er den Tod erleiden musste. Doch Gott hat ihn erhöht und ihn in höchste Ehren eingesetzt. Seine ihm wesenseigene Überlegenheit hat etwas mit seiner ewigen Beziehung zum Vater als Sohn Gottes zu tun. Der vorzüglichere Name lautet Sohn Gottes. Zwei Verse werden nun aus dem Alten Testament zitiert, die den Messias als Gottes Sohn bezeichnen. Als erstes nennt Gott ihn in Psalm 2 Vers 7 seinen Sohn: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. In gewissem Sinne ist Christus der ewig gezeugte Sohn. Doch in einem anderen Sinne wurde er in der Fleischwerdung gezeugt. In einem dritten Sinne wurde er in der Auferstehung gezeugt. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Paulus benutzte diesen Vers in der Synagoge in Antiochia, in Pisidien und wandte ihn auf das erste Kommen Christi an.
Doch das Hauptargument lautet, dass Gott niemals einen Engel als seinen Sohn bezeichnet hat. Engel werden zwar in ihrer Gesamtheit als Gottes Söhne bezeichnet, doch in diesem Zusammenhang bedeutet es nichts anderes, als dass sie Geschöpfe sind. Wenn der Herr Jesus als Sohn Gottes bezeichnet wird, dann bedeutet dies, dass er mit Gott stellungsgleich ist. Der zweite Vers stammt aus 2. Samuel 7, Vers 14. Ich will ihm Vater und er soll mir Sohn sein. Obwohl die Worte sich scheinbar auf Salomo beziehen, weist der Heilige Geist hier darauf hin, dass sie sich auf Davids herrlicheren und größeren Sohn beziehen. Hier haben wir wieder das Argument, dass Gott auf diese Weise nie von einem Engel gesprochen hat. Auf eine dritte Weise ist Christus größer als die Engel, nämlich dahingehend, dass er von ihnen angebetet wird, während sie seine Botschafter und Diener sind. Um sein Argument zu unterstützen, zitiert der Autor 5. Mose 32 Vers 43 und Psalm 97 Vers 7. Der Vers in 5. Mose bezieht sich auf die Zeit, da er den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt. Mit anderen Worten, er bezieht sich auf die Wiederkunft Christi. Zu dieser Zeit wird er öffentlich von den Engeln angebetet werden. Dies kann nur bedeuten, dass er Gott ist. Es wäre Götzendienst, jemand anders als den wahren Gott anzubeten. Und doch befiehlt Gott hier, dass der Herr Jesus von den Engeln angebetet werden soll. Erstgeborener kann Erster im zeitlichen Sinne oder aber Erster dem Rang bzw. der Ehre nach heißen. Die letztere Bedeutung hat das Wort an dieser Stelle und auch in Römer 8 Vers 29 sowie in Kolosser 1, Vers 15 und 18. Im Gegensatz zu seinem bevorrechtigten Sohn macht Gott seine Engel zu Winden und seine Diener zu einer Feuerflamme. Er ist der Schöpfer der Engel und kann ihnen befehlen. Sie gehorchen seinem Willen so schnell wie der Wind und mit glühendem Eifer wie Feuer. Nun folgt eine große Anzahl an Herrlichkeiten, in denen der Sohn unvergleichlich ist. Als erstes wird er von Gott als Gott bezeichnet. In Psalm 45 Vers 7 begrüßt der Vater den Messias mit den Worten, Dein Thron, o Gott, ist in alle Ewigkeit. Hier wird die Gottheit Christi wieder einmal unmissverständlich dargestellt, wobei das Argument aus dem überlieferten hebräischen Text stammt. Er ist der ewige Herrscher, sein Thron währt in alle Ewigkeit. Ja, es gilt, Jesus hat seine Herrschaft bestellt, bis an das Ende dieser Welt. Sein Königreich wird nicht vergehen, solange sich die Sonnen drehen. Er ist der gerechte König. Der Psalmist spricht von dem Zepter der Aufrichtigkeit, was eine poetische Umschreibung der Tatsache ist, dass dieser König in absoluter Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit herrscht. Seine persönliche Aufrichtigkeit zeigt sich anhand der Tatsache, dass er immer Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst hat. Das bezieht sich in erster Linie auf die 33 Jahre seines Lebens auf der Erde, in deren Verlauf das Auge Gottes keinen Makel an seinem Charakter und kein Versagen in seinem Verhalten entdecken konnte. Er hat sich für die Herrschaft als geeignet erwiesen. Wegen seiner persönlichen Vorzüge hat Gott ihn mit Freudenöl vor seinen Gefährten gesalbt. Das bedeutet, dass Gott Christus die überragende Stellung über alle Wesen gegeben hat. Das Freudenöl kann hier für den Heiligen Geist stehen, denn Christus war mehr als alle anderen mit dem Geist begabt. Seine Gefährten sind alle diejenigen, die sich mit ihm verbunden wissen, doch bedeutet der Ausdruck nicht, dass sie ihm gleich sind. Es könnte sein, dass hier auch die Engel eingeschlossen sind, doch wahrscheinlicher bezieht es sich auf seine jüdischen Glaubensbrüder. Der Herr Jesus Christus ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das zeigt sich in Psalm 102, Vers 26 bis 28. In diesem Psalm betet der Messias: Mein Gott, nimm mich nicht hinweg. Dieses Gebet in Gethsemane und auf Golgatha wird von Gott dem Vater beantwortet: Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Man sollte festhalten, dass Gott hier in Vers 10 seinen Sohn als Herrn, das heißt, als Jahwe, anspricht. Die Folgerung daraus ist unausweichlich, der Jesus des Neuen Testaments ist der Jahwe des Alten Testaments. In den Versen 11 und 12 wird die Vergänglichkeit der Schöpfung der Ewigkeit des Schöpfers gegenübergestellt. Seine Werke werden untergehen, doch er selbst wird bleiben. Obwohl Sonne, Mond, Sterne, Berge, Seen, Meere und Flüsse dauerhaft erscheinen, sind sie doch in Wahrheit so gemacht, dass sie eines Tages vergehen. Der Psalmist vergleicht sie mit einem Kleid.
Zunächst einmal wird es abgenutzt, dann wird es als unbrauchbar zusammengefaltet und schließlich wird es gegen ein besseres Gewand gewechselt werden. Man schaue sich eine schneebedeckte Bergkette, einen herrlichen Sonnenuntergang oder den funkelnden Sternenhimmel an. Dabei sollte man sich die majestätischen Worte in Erinnerung rufen. Wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie werden wie ein Kleid gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Ein weiteres Zitat beweist die Überlegenheit des Sohnes. In diesem Psalm lädt Gott den Messias ein. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Es wird die Frage gestellt, zu welchem Engel hat Gott Jesu gesprochen? Die Antwort lautet natürlich, zu keinem. Zur Rechten Gottes zu sitzen, bedeutet, eine Stellung höchster Ehre und unbegrenzter Macht inne zu haben. Und wenn alle Feinde als Schemel der Füße eines Herrschers hingelegt worden sind, zeigt dies die allgemeine Unterwerfung dieser Feinde und die unumschränkte Macht über sie an. Die Aufgabe der Engel ist es, nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Sie sind Geistwesen, die Gott geschaffen hat zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Das kann man auf zwei verschiedene Arten verstehen. Zunächst dienen die Engel denen, die noch nicht bekehrt sind. Zweitens dienen sie denen, die von der Strafe und der Macht der Sünde errettet worden, aber noch nicht von der Gegenwart der Sünde befreit worden sind. Dies bedeutet, dass sie denjenigen Gläubigen dienen, die noch auf der Erde sind. Das bedeutet, dass sie Schutzengel sind. Warum sollten wir über eine solche Wahrheit überrascht sein? Es ist sicher, dass es böse Geister gibt, die ständig gegen die Erwählten Gottes Krieg führen. Ist es da verwunderlich, dass es auch heilige Engel gibt, die über diejenigen wachen, die zum Heil berufen sind? Doch wir müssen zur Hauptsache dieses Abschnitts zurückkehren, nicht zu den Schutzengeln, sondern zu der Tatsache, dass Engel niedriger sind als der Sohn Gottes, so wie Diener niedriger sind als der Herrscher.